Jahren, am 31. Juli 1938, heiratete Nina Ehrlich Franz Kalisch im Wiener Stadttempel. Das war eine von über 100 Ehen, die an diesem Tag noch stattfanden. Es war nämlich der letzte Tag, an dem konfessionelle Hochzeiten noch staatlich anerkannt wurde. Die Hochzeit von Nina Ehrlich und Franz Kalisch war Teil eines sehr komplizierten Arrangements. Nina Ehrlich hatte eigentlich schon einen Freund, Otto Roth, und war gar nicht verliebt in Franz Kalisch. Otto Roth hatte allerdings schon geheiratet, im Mai 1938, nicht seine Freundin, sondern Plankatin. Plankatin war 8 Jahre älter und hatte eine Tochter und wollte genauso wie Nina Ehrlich und Otto Roth nach Palästina auswandern. Und so hat sie Otto Roth dann auch geheiratet im Mai und sie sind schon im Mai nach Palästina ausgewandert, während Nina Ehrlich noch in Wien zurückblieb. Sie hatte regen Briefkontakt mit Otto Roth, war auch in Kontakt mit seiner Mutter und schreibt ihm dann eines Tages, dass sie nun endlich einen Scheinehemann gefunden hat, Franz Kalisch, den er auch beiläufig schon mal kennengelernt hat, und dass sie, nachdem sie ihn geheiratet hat, auch nach Palästina kommen wird. Und sie heiraten und reisen nun aus nach Palästina und Nina Ehrlich bekommt kein eigenes Ausreisedokument. Es bekommt nur Franz Kalisch einen Ausweis. Und auf diesem steht sein Name and his wife und damit war Nina Ehrlich gemeint. Genau, das war damals ja recht üblich, dass die Frauen einfach auf dem Reisedokument ihres Ehemannes eingetragen waren und das Paar eben gemeinsam einreisen konnte aufgrund des Visums als Ehepaar. In Palästina heiraten dann Otto Roth und Nina Ehrlich 1940. Sie bekommen dann auch 2 Kinder und die Familie kehrt später dann auch nach Wien zurück. Die Tochter hat diese ganze Familiengeschichte aufgearbeitet, beschäftigt sich intensiv damit und wir haben gemeinsam viel recherchiert und über diese Scheinehe auch viel herausgefunden, was in der Familie überhaupt noch nicht bekannt war. Sie hat mich anlässlich eines Vortrags im Maimonides-Zentrum angesprochen, nämlich dass eben ihre Mutter und ihr Vater eine Scheinehe eingegangen sind, allerdings eben nicht miteinander. Und das war der Beginn einer ausführlichen Recherche, die wir da gemeinsam begonnen haben, über dieses doch sehr komplexe Arrangement, das wir letztlich versucht haben aufzulösen, was aber gar nicht so einfach war. Die Ergebnisse sehen Sie jetzt hier im Jüdischen Museum am Jungplatz.